Hallo und willkommen hier bei Streamlight Valley, wieder die nächste neue Runde. Ich habe ein bisschen gebaut und gebaut und gebaut und abgebaut, damit ich jetzt quasi verkaufen kann. Und danach geht mir die Aufgabe ab, die wir ja hatten. Wir hatten ja hier eine Aufgabe gehabt, wir sollten ja hier fruchtbare Erde sammeln. Habe ich erfüllt, hat eine ganze Weile gedauert. Aber es hat geklappt. Was ist denn hier? Das Schild wird ja total zugebaut. So. Naja. Goofy habe ich wieder dabei, weil ich auch wieder ein bisschen geangelt habe. Jetzt habe ich mir zwei volle Kisten hier zum Verkaufen. Eine habe ich jetzt hier drinne. Weil, ja, ihr seht ja, wir sind ja schon bei 96.000 da oben. Und die werden wir jetzt knacken, definitiv. So. Das heißt, das Zeug muss weg. So, die 100.000 haben wir jetzt schon drin, ne? Aber ich will ja noch mehr. Weil, wie gesagt, das ist alles nicht billig hier. Umso weiter man kommt, umso teuer wird das. Und das ist eben das Schwierige beim Spiel. Aber auch das Spannende irgendwie. Na? So. Von denen habe ich ja wirklich mehr als genug. Und wenn nicht, kann ich wieder neu sammeln, wie immer. Ja, die Erde habe ich jetzt rausgeholt. So, auch das hier. So. Karte. Dann lass uns mal wieder hier hoch. Zu unserem Haus. Da hole ich jetzt das nächste und dann geht man die Mission ab, damit die Truhen wieder leer werden. Hier drin im Haus. Hier ist ja noch ein Teil drin, das kommt jetzt auch raus. So, nein. Ich gehe auf den falschen. Hier ist auch noch ein Teil drin. Ihr seht, da ist so einiges, was verkauft werden kann. Dieser blaue, der ist enorm viel wert. 800. Ja. Das ist schon ordentlich. Übrigens, ihr könnt nicht aus dem Inventar, wenn ihr hier drin seid, nicht in die Karte reingehen. Ihr müsst also das Haus verlassen. Ihr könnt euch quasi hier nicht rausbeamen. Ich habe es vorhin versucht, weil ich schneller wieder da sein wollte. Karte. So. Dann lass uns mal hier runter. Und dann wieder an den Verkaufsstand, damit wir das Zeug los sind. Dann muss ich mal gucken, mit wem ich eigentlich quatschen soll für diese eine wunderbare Mission. Wow. Ihr seht schon, ist ordentlich. Wie es manche Fischsorten, die man dann verkaufen kann. Da hat man auch einiges raus. Aber gut. Fisch kommt immer darauf an, welchen Fisch man nimmt. Jeder Fisch ist unterschiedlich teuer, war viel wert. Anders ausgedrückt. So, auch der hier. Dann haben wir den hier. Zwei Stück. Der ist gar nicht so viel wert, wie er aussieht. Also, der glänzt zwar schön, hat aber nichts zu bedeuten. So. Okay, haben wir das alles. Und haben wieder 7000. Und so sammelt sich unser Goldstapel. Und ich weiß ja nicht, wann und wie wir es brauchen. Und jetzt muss ich mal zur Mission. Stelle den Gegenstand wundersames. Ah, ich muss dann zu. Wahrscheinlich hier hoch zu. An die Werkbank. Dass ich das dann bei Dagobert herstellen kann. Gut.
Dann lass uns mal. Funktionelles. Leere Flasche. Oder geht das in der Kochstation? Ich muss mal gucken, Kochstation eventuell? Das muss ich mal austesten, wo ich einen Zaubertrank herstellen kann. Zaubertrank. Rotbier. Stelle den Gegenstand wundersames Wachstum-Elixier her. Gegenstand. Das kann ja nur eine Werkbank sein. Ich gehe auch mal hier rein in den Laden. Mondstein. Gegenstand laden. Eisige Flügel. Also verblemper ich ja mein Zeug hier. Event. Aufgaben. Verbringe eine Stunde mit Mickey Maus. Muss ich das? Führe täglich Gespräche. Okay. Ernte eine Karotte. Super. Haben wir schon mal wieder drin, ne? Aber da kann ich keinen Gegenstand herstellen. Das kann ich nur draußen. Wenn nicht, muss ich mal bei Merlin in die Bude gehen. Vielleicht hat er ja so eine Art Zaubertisch. Ein Gegenstand. Gegenstand ist nach Werkbank. Leere Flasche. Zaubertrank. Wundersames Wachstum-Elixier. Da ist es. Eieiei. Das ist schön. Ich mache mal davon auch 10 Stück. Und Dreamlight. Jo. Okay, dann gehe ich jetzt mal mein Inventar. Sammlung. Dreamlights. Sind das die Dreamlights? Boah. Benutze das wundersame Axt in deinen Rucksack, um deine Gießkammer zu verbessern. Okay. Benutze wundersames Wachstum-Elixier in deinen Rucksack. Gut. Habe ich benutzt. Sprich mit Merlin. Jetzt muss ich einen alten Sack auch noch finden. Aber es wird ja wohl kein Problem sein. Da wird ja wahrscheinlich wieder seine Bude sein. Da ist er ja, der alte Mann. Mir klemmt irgendwas zwischen den Zähnen. Ich hab doch eigentlich gar nicht großartig. Wir müssen reden. Meinung bin ich auch. Du willst immer nur reden. Danke, sehr freundlich von dir. Pflanze die Orb of Nurturing an der Säule auf der sonnigen Ebene. Wo ist denn die sonnige Ebene? Wo ist die sonnige Ebene? Ah, ich habe eine Karte, wa? An der